Das ist das Geburtstagskind, Kaisa Mäkäräinen aus Finnland. 29 plus 1, hat sie gesagt, wird sie heute. Und oben Andrea Henke beim zweiten Schießen schon. Und sie trifft alle 10, Andrea Henkel. Das ist ja wie vor einer Woche in Oberhof. Gössner und Henkel ganz stark. Mäkäräinen muss einmal in die Strafrunde. Gössner und Henkel sind ja im Gesamtweltcup auf 2 und 3 hinter Tura Berger. Kaisa Mäkäräinen, heute Abend gibt es noch eine Torte im Hotel. Ja, und mit diesem Schießergebnis hat sie sich zumindest ein kleines Geburtstagsgeschenk gemacht im Vordergrund. Franziska Hildebrand fehlerfrei, sowohl liegend als auch stehend geblieben. Läuferisch nicht auf dem absoluten Weltniveau unterwegs. Franziska Hildebrand fünfte jetzt nach dem zweiten Schießen. Mäkäräinen vierte. Weiß, möglich ist das auf alle Fälle. Müssten wir Miriam Gössner mal befragen, wie es für sie auf der dritten Runde lief. Dritte Runde Miriam Gössner 6-16. Da war sie ein bisschen langsamer unterwegs als in den ersten beiden. Erste Runde hat Miriam Gössner 6-10 gebraucht, zweite Runde 6-11. Und Kaisa Mäkäräinen, die jetzt gerade im Ziel. Miriam Gössner gewinnt das dritte Weltcuprennen für sie. Es ist das dritte ebenfalls auch in dieser Saison. Vor Domracheva Mäkäräinen. Und Andrea Henkel verpasst das Podium nur knapp als vierte Runde.